Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier auf dem Door-Out Campingplatz, könnte man fast sagen. Es ist diesmal nicht der virtuelle Campingplatz, sondern in real. Bei diesem wunderbaren Wetter kann man natürlich auch draußen drehen und das empfiehlt sich natürlich auch. So können wir es euch am Wohnwagen zeigen, wir können abspannen, so wie es halt wirklich auf dem Campingplatz ist. Und das ist natürlich noch anschaulicher. Dafür zeichnen wir das natürlich auf, können euch dann aber auch ein paar Detailschritte reinschneiden und sind natürlich trotzdem präsent, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. Das heißt, wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir werden die dann schnellstmöglich, sofern möglich, beantworten. Heute haben wir aufgebaut das Sunshine Air 400 im All-Season-Material. Sunshine Air gibt es ja jetzt schon einige Jahre, auch mehr oder weniger unverändert. Das ist damals rausgekommen in der 400er Größe, weil es einfach die gefragteste Größe ist. Die macht bei uns immer so zwischen 40-50% der Größen aus, der Sunshine Air Modelle aus, die verkauft werden. Es gibt es ja in 3, 4 und 500 inzwischen. Und damals rausgekommen ist das Ganze als Sunshine Air Pro 400, das heißt im Pro-Material. Hinter mir seht ihr es jetzt im All-Season-Material. Und das Ganze gibt es im Pro-Material auch noch in 3 Meter Breite und in 5 Meter Breite, sodass für jedes Fahrzeug eigentlich was Passendes dabei ist. Wie gesagt, die 400er Größe ist die meistgefragteste insgesamt von den drei verschiedenen Größen. Deswegen haben wir die auch gewählt. 5 Meter wäre tatsächlich für meinen Wohnwagen auch etwas zu lang. Grundsätzlich kann man bei so einem Sonnensegel sagen, es macht natürlich Sinn, es immer so groß wie möglich zu nehmen, weil umso größer das Sonnensegel ist, desto größer ist der tatsächliche Schatten darunter, beziehungsweise auch der Schutz vor Regen. Da macht es natürlich eine ganze Menge aus, wenn man so viel Fläche wie möglich hat. Aber auch für kleinere Wohnwagen ist natürlich das Sunshine Air Pro 300 dann optimal. Der Sunshine als erstmal Sonnensegel konzipiert, kam damals auch genau so raus. Und viele von euch haben dann nach Seitenwänden zumindest gefragt, dass man Wind- und Regenschutz eben zumindest von der Seite hat. Man kennt das ja, man steht an einem Campingplatz und dann bläst es doch von beiden Seiten oder mal von der, mal von der anderen Seite rein. Beziehungsweise kommt der Regen ja auch immer seltener senkrecht, sondern meistens ist auch eine Windkomponente dabei, sodass es dann durchaus auch drunter regnen kann. Und dadurch ist natürlich vor allem bei den Seiten ein gewisser Schutz sehr schön. Insofern wurde dann im darauffolgenden Jahr, als dann auch die anderen Größen, zumindest als das 300er noch kam, wurden Seitenwände ermöglicht. Das heißt, wer die allerersten Sunshine Air Pro Modelle hat, der hat nicht die Möglichkeit, die Seitenwände zu befestigen, weil dazu gibt es hier an dem aktuellen Modell durchaus Vorrichtungen, damit ihr eben diese Seitenwände eben montieren könnt. Wie gesagt, das aber jetzt liegt jetzt alle schon ein paar Jahre zurück. Das heißt, wenn ihr in den letzten 2-3 Jahren ein Sunshine Air, egal welche Größe, gekauft habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf dieses Seitenwand-Set zurückgreifen. Auf jeden Fall gibt es auch ein Sunshine Air Pro VW, nennt sich das Ganze. Das passt an den VW-Bus, aber natürlich auch an andere Fahrzeuge mit ähnlicher Anbauhöhe von 1,80 m bis 2,10 m. Die sind noch mal ein bisschen spezieller, weil die auch hinten noch mal einen Luftschlauchbogen haben. Das heißt, das Ganze steht dann über der Markise oder über der Kederschiene, da wo das Ganze befestigt wird, damit ihr da eine richtige Kopffreiheit habt und aufrecht stehen könnt. Ansonsten, wenn ihr aus der Tür rauskäht und dann muss ja noch ein bisschen Gefälle im Dach sein, dann könnte man dort nicht mehr aufrecht stehen. Das wird eben durch diesen Luftschlauch ermöglicht. Und da gibt es dann auch nochmal Seitenwände dafür. Das sind aber spezielle Seitenwände auch für dieses eine Sunshine Air Pro VW Modell. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten sind die Seitenwände für Sunshine Air Pro 300, 400, 500 und das All Season mehr oder weniger gleich. Bei All Season macht es natürlich auch Sinn, All Season Seitenwände zu nehmen. Beim Pro dann entsprechend die Pro Seitenwände. Das Ganze ist relativ schnell aufgebaut. Ich habe das eben mal gestoppt. Das Aufpumpen mit der Handpumpe hat ungefähr 1 Minute 10 gedauert. Und das beim ersten Mal. Tatsächlich ist es ja so, dass die Luft nie wieder ganz rausgeht. Also es zeigt sich, dass so beim weiteren Aufbauten das Ganze noch mal etwas schneller gehen wird. Das heißt, ihr habt das bequem und ich habe mich jetzt nicht gehetzt. Es ging mir jetzt nicht darum, eine Rekordzeit zu erstellen, sondern es ging eher darum, einfach mal ein realistisches Bild zu bekommen. Also ihr solltet das bei einem Folgeaufbau in ungefähr 1 Minute aufgepumpt haben mit der Standard-Dometik. Wie gesagt, Aufbau ungefähr 1 Minute. Dann wird das Ganze, wenn man es komplett abspannt, an 6 Punkten abgespannt. Einmal an dem Luftschlauch rechts und links, dann einmal die seitliche Abspannung mit den kurzen Bändern und dann noch die Sturmbandabspannung oben rechts und oben links. Dann steht das Ganze sehr, sehr fest. Und
Die Sturmbänder sind hier auch im Lieferumfang enthalten, sowohl beim All Season als auch beim Pro-Material. Das heißt, ihr müsst sie nicht extra bestellen, sondern die sind von vornherein dabei. Warum Sunshine Air und keine Markise? Erstmal ist es ein bisschen günstiger. Zweitens mal ist es halt erstmal so, wie es hier ist, ohne Stangen. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Sturm käme, ist es sehr, sehr robust. Auch hier ist es natürlich so, dass wenn der Sturm hier drauf drückt, dass dann der Luftschlauch ein bisschen nachgeben würde. Solange die Heringe im Boden halten, passiert nichts. Ich habe es aber auch schon mal bei einem Gewitter, bei einem heranziehenden Gewitter einfach ohne Abspannung und ohne Heringe aufgestellt. Selbst da ist nichts passiert. Das hat dann bei den Windböen, die dann kamen, ein bisschen angefangen zu hüpfen tatsächlich. Klingt jetzt verrückt, aber einfach die Schläuche sind ein bisschen vom Boden hochgehüpft, ungefähr so ein Stück. Das war's. Viel mehr kann auch eigentlich gar nicht passieren. Wie gesagt, es ist keine Stange drin, die irgendwie wegfliegen kann, die brechen kann, die irgendwie beim Wohnwagen in die Seitenwand einschlagen kann oder ähnliches. Schlimmstenfalls würde es die Heringe rausziehen, wenn jetzt wirklich starker Sturm ist und der Boden sehr weich ist, zieht es eventuell die Heringe raus. Und im schlimmsten Fall würde das Sunshine eher so, wie es ist, auf dem Dach landen und weder dem Fahrzeug noch dem Sunshine eher würde in der Regel was passieren. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der Markise. Wenn die irgendwann mal nachgibt, könnt ihr ja davon ausgehen, dass die Gelenkstangen oder gebrochen sind, schlimmstenfalls noch irgendwas anderes mitbeschädigen und ihr ein Loch in der Außenwand habt. Und da ist ein Sunshine Air Pro natürlich flexibel. Vor allem könnt ihr natürlich, egal wie, ihr könnt das Vorzelt einziehen. Wenn ihr nur kurz weg seid, könnt ihr Sunshine Air Pro einziehen. Also ihr belegt euch die Kederschiene nicht, wie es ja zum Beispiel mit einer Sackmarkise wäre oder beim Wohnwagen auch relativ oft passiert, wenn man da eine Kassettenmarkise, eine Wandmarkise anbringt, dass dann einfach die Kederschiene nicht mehr so ohne weiteres nutzbar ist. Habe ich leider auch schon sehr oft gesehen, ist mir selber auch schon passiert, weil der Händler mich nicht darauf hingewiesen hat, dass ich dann die Kederschiene fürs Vorzelt nicht mehr nutzen kann oder damals auch noch nicht davon ausgegangen bin, dass ich ein Vorzelt nutze. Als ich es dann doch tun wollte, war es natürlich schwierig. Also insofern durchaus eine Alternative zur Markise und super kompakt, auch vom Packmaß her natürlich leicht zu befördern, wiegt nicht viel und wie gesagt, steht ganz schnell all in mit Heringen und so weiter. Maximal bei schwierigen Boden, so wie es hier ist, ein bisschen geschottert, seid ihr nach 7-8 Minuten mit dem kompletten Aufbau fertig und der Abbau geht ähnlich schnell. Jetzt zeigen wir euch noch, wie das mit den Seitenwänden funktioniert, damit ihr da auch mal eine Vorstellung davon bekommt. Die werden mit Stangen oben eingeklipst und ja, wie gesagt, das zeigen wir euch jetzt. So, wir haben auf der einen Seite schon mal eine Seitenwand montiert und jetzt machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Ganz wichtig ist dieses graue Teil, was ihr in dem Heringsack findet, in der Plastiktüte, zwei davon, um genau zu sein. Das braucht ihr nämlich, um das Ganze, um euren Wohnwagen, die Seitenwand zu schützen und die Stange einzuhängen. Ihr habt ja an der hinteren Seite von dem Sunshine Air, so wie in den Dometic und Camper Luftvorzelten, so eine zusätzliche Kederschiene, an die man Organizer und ähnliches befestigen kann. Und daran wird auch diese Halterung für die Klammer, für die Stange befestigt. Das heißt, ihr könnt die aufschrauben und dann hier oben auf der Höhe dieser Öse quasi in diese Leiste einklemmen und dann das Gegenstück draufsetzen und verschrauben. Dann könnt ihr das hier festschrauben und dann die Stange hier vorne so auf die Länge einstellen, dass sie hier in diese Aufnahme reinpasst. Und das Ganze durchaus mit ein bisschen Spannung. Wie gesagt, die Wohnwagenwand ist jetzt geschützt. Und dann einfach den Haken zumachen. Die Seitenwand wird über diese schwarzen Klipse hier oben einfach in die Stange eingehängt. Und an der Öse oben im Dach von dem Sunshine Air Pro wird dieser Haken befestigt, um die Seitenwand hinten zu fixieren. Das würde ich euch empfehlen, von innen zu machen, also von der Innenseite den Haken einhängen und dann von der Außenseite diese Klipse drüber. Und dann könnt ihr einfach von hinten nach vorne gehen. Bis ihr vorne angekommen seid. Das Brandschutzetikett ein bisschen zur Seite machen. Und hier vorne ist noch ein Clips, den ihr dann hier einhängen könnt und das Ganze schön straff ziehen könnt. Gerade beim All-Season-Material empfiehlt es sich, dass ihr durchaus nochmal nachzieht von hinten her,
weil das relativ schwere Material und diese relativ stabilen Haken ziehen sich nicht von alleine von hier vorne und dann das Ganze hier vorne straff spannt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, hier ist ja noch ein Spalt, ist ja gar nicht richtig dicht, das stimmt. Dadurch, dass ihr beim Aufbau von dem Sunshine Air Pro keine genaue Steuerung der Tiefe habt, eben weil keine Seitenwand drin ist, kann es sein, dass ihr jetzt diesen Schlauch noch nachjustieren müsst. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach ein Stück nach innen und dann würde das Ganze auch bündig abschließen, so wie es auf der anderen Seite der Fall ist. Von der Außenseite könnt ihr das jetzt dann noch so mit Abspannleitern und Heringen ganz normal befestigen, dass das auch schön gespannt ist und eben den Wind und eventuell Regen abhält. So, wie ihr das von Seitenwandelementen für normale Kassetten oder Sackmarkisen kennt, sind die Seitenwände eben ein Wind- und Regenschutz. Es geht nicht darum, jetzt hier eins zu eins ein Vorzelt zu ersetzen. Das heißt, es gibt hier keine direkte Verbindung oder Abdichtung nochmal zwischen Wohnwagenwand und Seitenwand. Es dient erstmal dazu, den Wind weitestgehend abzuhalten und auch Regen weitestgehend abzuhalten, aber eine wirkliche Dichtigkeit oder so ist hier nicht vorgesehen und ist auch nicht, ist schwer umzusetzen. Gerade wenn es wie hier noch über ein Fenster geht, dann müsste man hier schon, also da ist kein Materialumschlag, es gibt keine Andruckstangen oder ähnliches, sondern wie gesagt, es ist ein zusätzlicher Wind-, Sonnen- und Regenschutz. Ja, so viel zum Sunshine Air 400 All Season. In unserem Beispiel gilt alles analog auch für die Modelle im Pro-Material, also das 300er, 400er, 500er Pro und die Montage der Seitenwände, die auch bei allen Modellen gleich funktioniert. Also insgesamt kann man sagen, mit einer Aufbauzeit von 15 Minuten hat man eigentlich ein schönes, schattiges Plätzchen vom Wohnwagen mit integrierten Seitenwänden, das heißt auch ein bisschen Schutz von rechts und links und kann gemütlich anfangen, das Bier aufzumachen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit und drücken wir die Daumen, dass das Wetter möglichst lange so bleibt und ihr viele Möglichkeiten habt, den Campingurlaub oder in den Campingurlaub oder sei es auch nur mal ein längeres Wochenende oder mit dem Wohnwagen und Wohnmobil, Kastenwagen oder VW-Bus zu verreisen und das zu genießen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und jetzt mal alle on the Camping Road. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt.